Das volle Einschüchterungsprogramm hier. Diese Herrschaften sind zum Schutz der Demonstration da, zum Schutz. Angst, 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 nichts als Angst. Alles voller Polizei, alle verkleidet, alle total aufgebrezelt. Viel zu viele, viel zu viele. Man kann es kaum glauben, dass diese Herrschaften zum Schutz der Demonstranten da sind. Man kann es kaum glauben. Es ist unfassbar. Man wird hier zurückgeschickt. Man kann gar nicht hingehen, wo man möchte. Ich stehe im Wald, so etwas abseits der Demonstration. Ich traue mich in den Pult gar nicht rein. Die sind abgeschottet von allen Seiten, von der Polizei. Die Demonstranten skandieren Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Aber das, was hier drumherum geschieht, das sieht nicht nach Demokratie aus. Das sieht nach Unterdrückung und Einschüchterung aus. Das sieht nach dem aus, was wir in Zukunft hier nur noch haben werden, wenn wir diesen Zustand dulden. Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Jawohl, das ist das richtige Motto. Bitte alle mitmachen. Thank you.
Demo ist an beiden Enden dick mit Polizei abgesperrt. Man kommt hier schwer vorbei an der Polizei. Man findet eigentlich hier gar nicht die Mitte, dass es hier relativ leer ist. Da muss man schon durch den Wald und über die Schleichwege gehen. Ja. Haufen nette Leute hier, die zum Beispiel gegen Nazis anstinken. Auch gegen Ein-Nazis natürlich, die Internationalen, die kennen wir auch. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Guten Tag. Mein Name ist Bormann. Ich bin Lehrer in Berlin. Ich wollte was sagen, aber ich bin sprachlos. Wird dieses Antiföderalismusgesetz heute im Bundestag verabschiedet? Wird es das? Entgegen aller Erfahrungen, die wir haben, entgegen allem Wissen, was wir haben, verlagern wir Entscheidungsbefugnis nach oben, anstatt dorthin, wo sie hingehört. Hallo. Hallo. Zu den Leuten, die sich schützen müssen, die selbst ihre Entscheidung treffen müssen, die selbst viel besser wissen, was ihnen gut tut, als irgendeine weit entfernte, über ihnen schwebende Regierung. Mann, oh Mann, oh Mann. Und es soll ja noch schlimmer werden, ne? Ja, wie noch schlimmer? Kann es noch schlimmer werden? Dass wir jetzt nachts von 22 Uhr bis morgens um 5 nicht mehr um den Block gehen sollen? Ja, wie? Kommt ja nicht so oft vor, dass man das möchte. Das wissen Sie doch nicht. Warum sollte man nicht vor dem Schlafengehen nochmal mit Waldi eine Runde Gassi gehen um Mitternacht? Warum nicht?
Naja, da kann es ja Ausnahmeregeln geben. Wissen Sie was? Wir haben viel zu viele Regeln. In Deutschland haben wir immer schon zu viele Regeln. Und wer hier Regeln abfeiert, der hat irgendwas nicht verstanden. Ja? Machen Sie sich Ihre eigenen Regeln, die funktionieren im Zusammenspiel mit Ihren Nachbarn. Ja? Tja. Diese Regeln, die wir jetzt übergestülpt bekommen, zum Teil von völlig undemokratischen Organisationen, von irgendwelchen Milliardärsclubs oder deren verlängerten Armen, irgendwelchen NGOs, Stiftungen, alles gepamperte, kleine, schlagkräftige Einheiten zur Durchsetzung von Milliardärsinteressen. Mein Gott, wer unterstützt sowas? Ich bin sprachlos. Jetzt unterstellen Sie mir, dass ich ja anders denke als unsere etablierten Parteien und dass ich sie deshalb bei der nächsten Bundestagswahl nicht wähle. Naja, es kann sich ja noch ändern. Ich meine, dass die etablierten Parteien so denken wie ich. Das wäre zwar ein bisschen spät, um sie noch zu wählen, aber es wäre zumindest der richtige Weg, um sie bei der übernächsten Wahl dann vielleicht nochmal wieder zu wählen. Aber dazu müssten die wirklich einen Purzelbaum rückwärts hinkriegen. Und zwar alle gleichzeitig synchron, schaffen sie aber nicht. Die haben ihre Arbeit nicht gemacht. Sie haben sich dumm angestellt, und zwar saudumm. Sie glauben den Lobbys mehr als intelligenten Mitdenkern. Ja, die einfach ihnen mal etwas sagen, ohne ihnen dafür eine Million in die Tasche zu stecken. Tja, ich werde als Lehrer natürlich weiter die Mitdenker fördern und nicht die Nichtdenker. Okay? So. Das ist doch auch in Ihrem Interesse, nicht wahr? Genau. Das ist in unserer aller Interesse, dass wir denken. Denken funktioniert mit viel Sauerstoff, mit Bewegung, mit Vitaminen, mit guter Ernährung, mit einem intakten Immunsystem. All das bekommen Sie nicht, wenn Sie zu Hause auf dem Sofa sitzen und Computerspielchen spielen, weil Frau Merkel Sie nicht rauslässt. Oder Herr Spahn. Oder Herr Söder. Oder Herr Wieler. Oder wie diese ganzen Nicht-Interessenvertreter heißen. Jedenfalls sind das nicht meine Interessen. Darf ich das sagen, oder? So, und unsere Medien, die müssen natürlich sich freistrampeln von ihren Sponsoren. Das ist natürlich schwierig, ne? Man nimmt ja lieber die Hand, die einen füttert, als die Hand derer, die einfach mitdenken und womöglich Recht haben. Ja, das will ich jetzt aber nicht behaupten. Ich möchte nur eine offene Diskussion. Offene Diskussion, bitte. Keine Zensur, bitte. Mir ist zu Ohren gekommen, in Deutschland würden inzwischen mehr Bücher auf der Zensurliste stehen, als damals bei diesen braunen Gesellen, die auch schon Bücherverbrennung betrieben haben. Aber die haben die Dinge in die Mülltonne geschmissen oder angezündet. Und heute ist das viel einfacher. Sie brauchen bloß eine Datei von der Festplatte zu nehmen und schon ist das Buch weg. Sie brauchen nur ein Datensatz bei Amazon im Buchshop entfernen und schon ist das Buch weg. Und so weiter und so fort. Und dann funktioniert natürlich die Zensur umso besser. Wenn die Leute ihre Bücher nur noch lesen können, wenn der Strom eingeschaltet ist. Und den mache ich dann auch einfach noch teurer und teurer und teurer und teurer. Sodass sie ihre Bücher nicht mehr lesen können. Dann sind wir wieder da, wo wir schon mal waren.
katholische Kirche hat ihre Bibeln früher auch nur in Latein im Original in der Kirche liegen lassen. Vervielfältigung in die eigene Sprache war bis zur Reformation undenkbar. Und auch danach haben sie alles dafür getan, gegen Reformationen zu starten, um die Bibel wieder unlesbar zu machen, unverständlich zu machen, den Mob nicht partizipieren zu lassen an ihrem Wissen. Ja. Jetzt heute mal die Offenbarung durchlesen, dann stehen da Dinge drin, da stehen ihnen die Haare zu Berge. Da fragt man sich dann, ob die ganze Weltgeschichte nicht einfach nur ein Plan religiöser Fanatiker ist, die die Offenbarung erfüllen wollen, müssen und so weiter. Nun gut, ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, von daher werde ich mich damit nicht intensiv beschäftigen, sondern nur mit den anderen, den Dummen, den Nicht-Nachdenken, den Nicht-Denkern.